Name ist Elin Kutz, mein Name ist Uschi Arzberger, wir sind Buga-Freunde und hier ist unser Treffpunkt auf dem ehemaligen Buga-Gelände gegenüber der Jugendherberge und wir betreuen hier unsere Hochbeete. Die Hochbeete hier bepflanzt mit den Heilkräutern vom Apothekergarten auf dem Buga-Gelände und ich wende mich als erstes dieser herrlichen Pflanze zu, dem Wermut. Hildegard von Bingen hat aus diesem einen Maitrunk gemacht, mit Wein wird es angesetzt und es ist ein Lebenselixier. Und als nächstes zu meiner Lieblingspflanze, die Ringelblume Calendula, blüht in herrlichen Orangetönen. Und für viele ist die Ringelblume bekannt als Ringelblumensalbe. Sie dient bei Verletzungen und ist auch eine herrliche Handcreme für uns Gärtner. Ich stehe hier bei der Katzenminze, eine unkomplizierte, hitzetolerante und trockenheitsverträgliche Pflanze für unsere Gärten, im Zusammenspiel mit Rosen oder Salbei herrlich geeignet. Sie ist unkompliziert und überall einsetzbar, gibt es in verschiedenen Höhen. Dann haben wir noch den Fenchel, filigranes Laub. Auch ein Newcomer im Staudenbeet, gut zu hohen Rosen, auch wunderbar einsetzbar zu großblättrigen Hostas oder überhaupt Großstauden. Und wenn ihr mehr wissen wollt von uns hier, von den Buga-Freunden, dann besucht uns. Wir sind öfter hier und können euch vieles erzählen.